Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Einsteigerguides von Sekiro Shadows Die Twice. Schluss jetzt mit der Theorie in der letzten Folge, es geht jetzt endlich weiter. Bevor wir allerdings weitermachen, solltet ihr unbedingt noch hier an der Figur des Bildhauers eure Körpermerkmale verbessern. Hier könnt ihr eure 4 Gebetsperlen investieren, um eine Gebetsperlenkette zu erzeugen, um damit euren Vitalitätsbalken zu erhöhen. Minimal. Ich habe das tatsächlich off the record schon gemacht. Und das Schöne ist, so eine Gebetsperle, ich suche sie jetzt gerade mal hier, erzählt immer auch eine kleine Geschichte. Also die ersten 2 Sätze sind immer die gleichen. Eine Kette voller Gebetsperlen, die einer Figur des Bildhauers geopfert wurden, erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Also super. Ein Rosenkranz aus Gebetsperlen stärkt die Starken. Die Grausamkeit von Ashinas Armee ist berüchtigt und ihre Generäle gelten als besonders begnadete Anwender des Ashina-Schwertstils. Schön ist es, sämtliche Gebetsperlen, es sind ja insgesamt 10 Stück im Spiel, erzählen durch so 1-2 Sätzchen ein kleines bisschen Hintergrund zur Spielwelt, zu der einen oder anderen Figur. Werden wir sie jedes Mal lesen und ein bisschen mehr darüber erfahren, was hier eigentlich so passiert. Außerdem solltet ihr noch beim Bildhauer vorbei, denn wir haben ja bei Gyobu Oniwa den mechanischen Lauf erhalten, mit dem wir einiges anstellen können hier, was unsere Prothesenmodul angeht. Denn wir können jetzt nicht nur Prothesenmodule herstellen, sondern sie auch, wenn wir sie besitzen, verbessern. Und das sieht jetzt auf den ersten Blick extrem kompliziert und unübersichtlich aus. Aber lasst euch erklären, wir haben hier jetzt zum Beispiel schon den Wurfstern und das Feuerwerk und können es jetzt mit Rohstoffmaterialien, die ihr rechts unten seht, verbessern und ausbauen. Geld brauchen wir natürlich auch. Und was für Rohstoffe benötigen wir da? Zum Beispiel, das ist Level 1 Material, Eisenschrott oder schwarzes Schießpulver, das wir bisweilen schon bei dem einen oder anderen Gegner gefunden haben und als Belohnung erhalten haben. Um die weiteren Teile hier freizuschalten, benötigen wir zum einen eben nicht nur diese Rohstoffe, sondern müssen auch tatsächlich jedes dieser Tiers, ich nenne es jetzt mal, freischalten. Und die Dinger, die dann quasi durch diese Striche, diese schwarzen Striche miteinander verbunden sind, werden dann sukzessive nacheinander freigeschalten. Wer also wirklich alles hier hinten maximal aufleveln will, muss hier tatsächlich im Vorfeld sämtliche Upgrades gekauft und freigeschaltet haben. Ich kann euch schon mal verraten, ihr werdet das in einem Durchgang nicht hinbekommen, weil hier ganz hinten im Level 5 Tier benötigt ihr einen Rohstoff, von dem es in einem Durchgang nicht genug gibt, als dass ihr hier alle 4 maximal schon ausbauen könntet. Ihr braucht also mindestens 2 Durchgänge. In diesem Walkthrough werden wir allerdings so viele Teile freischalten, wie uns möglich ist, damit wir auch alles möglichst ausprobieren können. So, jetzt doch noch ein bisschen Theorie gehabt hier, ne? Dann ein andermal, genau. Also, wir haben von Inosukes Mutter dieses Amulett bekommen. Sie hat gesagt, bring's zum Bildhauer, um ihm das zu zeigen. Und er sagt, bring's nicht zu mir, bring's zu dieser Buddha-Statue, was wir jetzt gleich mal tun werden. Wir werden wegteleportiert und zwar in das Hirata-Anwesen. Gott sei Dank gibt's hier gleich eine Figur des Bildhauers, an der wir uns gleich mal niedersetzen, um unseren Checkpoint zu aktualisieren. Und noch kurz umdrehen, denn hier hinten liegen noch ein paar Kügelchen. Ups, nicht springen, einsammeln. Werfen wir mal einen Blick darauf. Mal wieder eine richtig schöne Kulisse, die From Software hier aus dem Hut gezaubert hat. Das ist das Hirata-Anwesen. Zumindest das ist der Wohnbereich für die ganzen Anwohner. Und da oben ist das Anwesen selbst, das, ja, gerade wirklich hell brennt und lodert. Wir haben ja schon von dem einen oder anderen gehört, es gab da wohl offenkundig mal einen Banditenüberfall. Was ist hier eigentlich passiert und warum bin ich hierher teleportiert worden? All das wird sich hier in dieser Episode klären. Zuerst einmal müssen wir allerdings hier runterkommen und dazu müsst ihr tatsächlich ein bisschen Mut beweisen, den Leap of Faith wagen, hier runterspringen und im richtigen Moment den Greifhaken aktivieren, weil sonst tut es nämlich ganz schön weh, wenn ihr da unten landen solltet. Es gibt Fallschaden im Spiel, der ist sehr tolerant, allerdings ab einer gewissen Höhe, und hier ist es sehr hoch, nimmt dann aber auch der Wolf ganz schön Schaden. Hier haben wir das nächste Item, eine Handvoll Asche, und hier liegt ein Bursche, der im Sterben liegt. Und diese Art von Typ haben wir schon mal gesehen, diese Rabentypen. Einer von ihnen ist mit Genichiro unterwegs gewesen, als er uns den Arm abgeschnitten hat und Kuro, den kleinen Lord, entführt hat, war so ein Typ bei ihm
und hat Kuro weggetragen. Also offenkundig ein Diener von Genichiro. Wir können mit ihm reden. Onoshi, Fukuro no Sengare ka. Nani ga atta? Zoku domo ga Hirata yashiki ni Miko sama wo isogu no ja. Ima wa ikutoshi da. Nani wo okashi na? Oshiete kure. Ryusen mode no toshi de aro. Ryusen mode 3 年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。Höchst ominös, wir sind offenbar in die Vergangenheit katapultiert worden, in eine Zeit vor dem eigentlichen Spiel, 3 Jahre davor, um genau zu sein. Aber der Wolf kann sich tatsächlich nicht daran erinnern. Lustig ist, es gab ja schon Kuro, der erzählt hat, hey, erinnerst du dich an die Nacht von damals? Es gab auch Anayama, der etwas zwielichtige Händler, der gesagt hat, sag mal, wieso erinnerst du dich nicht? Aber ich gebe dir ein paar Informationen, das war in Hirata und so weiter und so fort. Nur wir selbst haben überhaupt keine Ahnung, was hier los ist. Das Hirata, der Hirata-Clan ist übrigens, zu dem gehört Kuro, das ist seine Familie. Und ja, das Anwesen wird aktuell von Banditen angegriffen. Und die sehen zum Beispiel so aus. Das ist ein neuer Gegnertyp. Und von denen gibt es so ähnlich wie von den Ashina-Soldaten unterschiedliche Sorten. Die hier sind weitgehend die harmlosesten, weil sie nur sporadisch angreifen. Das einzige Problem sind ihre Fackeln. Damit können sie die zweite Status-Anomalie, die wir kennenlernen, mit uns nerven, nämlich Verbrennung. Wenn dieser Balken voll ist, nehmen wir eine halbe Minute lang ordentlich Schaden über einen längeren Zeitraum eben, also über eine halbe Minute. Und was auch die Haltungsregeneration verhindert. Oder zumindest abbremst. Aber jetzt lasst uns doch mal. Sie kann man ganz einfach, weil sie kaum Haltung haben, durch R1-Spams platt machen. Jetzt habe ich echt zu viel geredet und habe mir zu viel Fackeln ins Gesicht drücken lassen. Das ist die Nummer 2. Die haben ebenfalls ein Schwert, allerdings keine Fackel. Sind dafür ein bisschen aggressiver als ihre Kollegen. Aber lassen sich ebenso leicht durchbrechen. Also ihr müsst jetzt hier nicht großartig parieren können, sondern einfach blocken. Lasst sie fertig machen und dann greift selber an und haut sie mit R1-Bams kaputt. Heute ist ja mal ein vorbildlicher Tag für einen Einsteiger-Guide. Der Wolf ist noch nicht so ganz wach. Wir erhalten Öl, ein neues Consumable. Reines Öl. Wenn das Gefäß zerbricht, wird alles in der Nähe mit Öl bedeckt. In Öl gebadete Feinde können leicht in Brand gesteckt werden, sodass ihre Vitalität durch Feuerangriffe stärker geschwächt wird und sie anfälliger für die Statusanomalie brennend sind. Ja, wir können angezündet werden, die Gegner können das auch. Und mit Öl, wenn ihr sie damit bewirft, beschleunigt ihr diese ganze Sache. Gerade bei Elite-Gegnern und auch bei dem einen oder anderen Boss eine ganz nützliche Taktik. Es gibt auch ein Gegenmittel, das Löschpuder. Medizin zur Behandlung von Verbrennungen. Heilt die Brennen-Status-Anomalie und verringert kurzzeitig angesammelte Verbrennung. Verstärkt Widerstand gegen Verbrennungen und reduziert den Schaden durch erlittene Verbrennungseffekte. Wunderbar. Also das, was das Gegenmittel ist für Gift, ist das Löschpuder hier für Verbrennungen. Das Lösen der Status-Anomalie, Brennen und das Verhindern, dass man schneller verbrennt. Hier hinten schon wieder eine Neuerung, ein gut verstecktes Item, nämlich eine Schatzkarpfenschuppe. Eine glitzernde Schatzkarpfenschuppe. Für den normalen Menschen ist es nur eine schöne Schuppe, aber es gibt jene, die einen bestimmten Meister preisen und für die diese Schuppen zu den wertvollsten Dingen der Welt zählen. Aus diesem Grund kann es sich lohnen, sie zu sammeln. Das ist eine ganz, ganz spezielle, einmalige Währung hier im Spiel, die nur von 2 ganz bestimmten Händlern verwendet wird.
Wir lernen den ersten jetzt dann gleich kennen. Lasst euch allerdings gesagt sein, diese Schatzkarpfenschuppen sind ein extrem seltenes Gut im Spiel. Zumindest bis zum Endgame. Und bekommen tut man sie entweder durch einen Fund wie hier oder indem man Schatzkarpfen jagt. Der erste ist gleich hier unten. Die erinnern von ihrer Spielmechanik ein kleines bisschen an die Crystal Lizards aus Dark Souls. Das heißt, die sind absolut neutral und friedlich. Wenn sie euch allerdings sehen, hauen sie ab und verschwinden und können dann nicht mehr gejagt werden. Das heißt, ihr solltet also irgendwie immer eine Chance suchen, diese Schatzkarpfen zu jagen, ohne dass sie auf euch aufmerksam werden. Und wenn ihr einen umhaut, bekommt ihr ebenfalls eine Schatzkarpfenschuppe. Jetzt haben wir schon zwei. Coole Sache. Dann wieder rauf auf die Brücke. Wir wechseln zum geladenen Wurfstern, weil wir den jetzt gleich brauchen. Und nochmal ein Wort zu den Fackelträgern, Banditen. Die können, wenn sie Kollegen in der Umgebung haben, nicht nur uns alleine Ärger machen, sondern wenn sie uns sehen, schlagen sie Alarm. Und das tun sie dann so. Sie wedeln mit ihrer Fackel und ihr habt dann nur noch einen kurzen Moment, um sie auszuschalten, weil sonst halt alles angerannt kommt, was in der Umgebung ist. Und deswegen sind die Wurfsterne gut. Ihr könnt nämlich mit den Hunden ganz kurzen Prozess machen. Solltet ihr schnell tun, denn natürlich kommt da oben auch das Herrchen angelaufen. Der kann jetzt so viel Alarm schlagen, wie er will. Er ist alleine. Auch hier R1-Spams. Und fertig. Vergesst nicht, auch immer gleichzeitig immer das ganze Geld mit aufzusaugen in der näheren Umgebung. Und hier auf der anderen Seite des Flussufers, wenn wir hier runterschauen, sehen wir weitere Gegner. Da hinten ist ein Hund. Und dieser Typ, den wir von hinten attackieren können. Dann schießen wir einen Ninja-Stern. Und auch ist hier sofort Ruhe. Wir sind ein leiser, tödlicher Shinobi. Es macht Spaß. Hier im Boot ein Mibu-Ballon des Reichtums, des Eigentums, mit dem wir Items farmen können, wenn wir das wollen. Und dann schwimmen wir mal auf diese Insel rüber. Bevor wir dieses Item da oben einsammeln, auf der anderen Seite der Insel ist ein weiterer Schatzkarpfen, den wir uns so gleich schnappen, bevor er abhaut. Der dreht hier so ganz brav seine Kreise und dann können wir uns auch von hinten an ihn ranpirschen. Wenn ihr es nicht schaffen solltet, ihn zu erwischen und er entwischt euch, schwimmt irgendwie weg, dann wird er unsichtbar und haut ab. Bei Dark Souls oder Bloodborne war es ja immer so, dann musste man immer ans Leuchtfeuer zurück, rasten oder wegreisen, wieder hinreisen und dann war der Crystal Lizard wieder hier. Hier ist es nicht ganz so kompliziert, hier müsst ihr einfach nur ungefähr 20 Sekunden warten und der Schatzkarpfen taucht wieder auf und ihr könnt erneut versuchen, ihn zu jagen. So, und jetzt nehmen wir noch das Item mit. Leichter Geldbeutel. Und jetzt seht ihr hier noch einen Schatzkarpfen. Der schwimmt allerdings nicht an der Oberfläche, sondern ja, ist etwas tiefer. Wir können nicht tauchen, wir können ihn nicht erreichen. Wir können uns allerdings merken, dass wir später zurückkehren, wenn wir eine bestimmte Fertigkeit erlernt haben, um diesen Schatzkarpfen auch noch zu jagen. Und dann sehen wir hier dieses blaue Fässchen, das sogar spricht. Moshi. Moshi. Onushi. Koi no uroko o shiran kai. Kira kira hikaru takaragoi no uroko. Sore o moteba zonbun ni houbi o torasou zo. Der gefäßadlige Harunaga ist eben einer von diesen beiden Typen, die was mit diesen Schatzkarpfenschuppen anfangen können. Er verzehrt sich regelrecht danach. Bei ihm können wir sehr, sehr, sehr spezielle Sachen kaufen. Zum einen das göttliche Gras, das wir schon kennengelernt haben im Ashina-Umland. Damit könnt ihr euch komplett heilen und sämtliche Statuseffekte annullieren. Dann gibt es die vertrocknete rote Kürbisflasche. Das ist eine alternative Kürbisflasche mit einem etwas anderen Heilwasser, das euch nicht nur heilt, sondern auch, die Brandeffekte annulliert und eure Brandresistenz oder Verbrennungsresistenz erhöht. Dann gibt es das Maskenfragment rechts, das ziemlich viel Schuppen kostet, 7 Stück. Ein Fragment der alten Maske eines Tänzers. Die Maske muss in mehrere Teile zersprungen sein und dieses Fragment scheint die rechte Seite zu sein. Es gibt noch eine linke und es gibt noch eine Mitte.
Und wenn ihr alle drei Teile zusammenbekommen habt und zusammengesetzt habt, das ist fürs Endgame und für das New Game Plus ganz besonders wichtig, könnt ihr bei jedem, bei jeder Figur des Bildhauers 5 Level-Up-Punkte in einen Angriffskraftpunkt investieren. Coole Sache. Und dann gibt es hier noch einen Schwertstil, der fließende Übergang. Verbindet Angriffe in einer tänzerischen Bewegung und überwältigt Feinde mit eleganter Aggression. Obwohl es eine Ashina-Technik ist, befand man sie wegen ihrer fremden Herkunft für heretisch. Das göttliche Gras empfehle ich euch nicht zu kaufen. Man findet eigentlich durchaus genug so in der Spielwelt oder als Belohnung. Dafür ist die Schuppe wirklich viel zu wertvoll. Wenn ihr Gefahr lauft, im Verlauf des Spiels euch allzu häufig zu verbrennen, empfiehlt sich durchaus diese vertrocknete Kürbisflasche hier, die rote. Es gibt auch noch weitere für die anderen Statuseffekte. Und für diese Dinger hier haben wir sowieso noch nicht genug Schuppen gesammelt. Weiter geht's. Zurück zum Anwesen. Können wir uns hier an dieser Stelle hochschwingen. Und können nun mal hier von diesem Dach am besten hier oben, die Statue da unten aktivieren wir gleich, können wir uns das mal ein bisschen von oben angucken, jetzt sind wir ein bisschen näher. Dieses ganze Voranwesen ist in mehrere Segmente unterteilt, die durch solche hohen Mauern voneinander getrennt sind. Man kommt immer nur von einem ins andere und es ist ein kleines bisschen am Anfang schwer, hier die Orientierung zu behalten und den Überblick zu behalten. Vor allen Dingen, ganz schlimm, es wimmelt hier förmlich von Banditen. Es gibt echt wahnsinnig viele, die hier rumlungern. Wir müssen also ziemlich mit Bedacht vorgehen. Aber erst einmal schauen wir uns hier hinter der Mauer und zwischen den Felsen mal ein bisschen um, denn zum einen gibt es hier ein Geisteremblem und da hinten liegt auch noch ein Item. Außerdem sollten wir gerade diese Straße, die wir jetzt hier gesehen haben, von hinten angehen, weil auch hier sind tatsächlich... Na komm schon, halt dich fest. Unglaublich. Dankeschön. Auch hier sind viele Gegner. Hier stehen gleich zwei, da patrouilliert einer und hier hat sich auch einer versteckt. Den wir natürlich gleich so platt machen. Und dann haben wir es jetzt hier mit einem Fackelträger zu tun, der Alarm schlägt, aber gerade wegläuft, einem Bogenschützen und einem Schwertkämpfer. Schnappt euch erstmal den Schwertkämpfer rechts, links. Weil der Bogenschütze braucht ein bisschen länger, um überhaupt wach zu werden und seinen Pfeil zu zücken. Und dann haben wir es nur noch mit dem Typen zu tun, der jetzt natürlich wieder Alarm schlägt, aber das nützt ihm jetzt auch nichts mehr. Hat nur einer auf der anderen Seite dieser Mauer gehört, aber bis wir da hinkommen, ist er auch wieder gelangweilt und hat sich umgedreht, also alles kein Problem. Ach, die Buddha-Statue sollten wir durchaus noch aktivieren. Nicht vergessen, außerdem liegt hier noch ein Item. Keramiksplitter. Wunderbar. Also, jetzt komm, gib's auf, hier ist niemand, du hast nichts gesehen, nichts gehört. Zu dir kommen wir gleich. Eine Handvoll Asche. Und hier ist eine Tür, eine klassische From-Software-Tür. Die kann von dieser Seite nicht geöffnet werden, weil es eine Abkürzung ist. Für später. So, jetzt ist die Aufmerksamkeit weg. Hier haben wir es jetzt mit einem Axtträger zu tun, der mit einem Bogenschützen spricht. Und da hinten ist ein Alarmschlag-Fackel-Bandit. Der patrouilliert. Und zwar an eine Stelle, die uns ganz gut entgegenkommt. Wir warten jetzt einfach nur noch ein kleines bisschen. Ja, die großartige 30 Dollar KI von From Software. Super. Mal sehen, ob wir ihn trotzdem erwischen. Er wäre jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr in unsere Richtung gekommen. Aber so geht's auch. So, jetzt als allererstes bitte den Bogenschützen platt machen. Weil erst dann können wir uns dem anderen Typen widmen. Der nämlich ein neuer Gegnertyp und ein sehr gefährlicher Gegnertyp ist. Er trägt eine große Zweihand-Axt, mit der er ganz schön hart zuschlagen kann. Außerdem hat er viel Poise, lässt sich also nur schwer durchbrechen oder unterbrechen. Ihr müsst hier tatsächlich stark blocken. Oder, weil er sehr langsam ist, auch erfolgreich parieren. Das ist gar nicht so schwer bei diesem Typen. So. Haut nie. Also bei diesen Typen, anders als bei seinen Kollegen, funktionieren R1-Spams absolut nicht. Verlasst euch nicht drauf. Der haut euch sofort
wehrt er sich und haut euch sofort in eure Schläge hinein. Und das tut richtig weh. Also bitte widersteht dem Versuch, einfach so drauf zu dreschen wie bei allen anderen Gegnern. Hier müsst ihr wirklich blocken oder im Idealfall sogar parieren. So, dann haben wir hier ein Item, das allerdings bewacht wird von einem Typen, der gleich hier links steht. Auch einer mit Axt. Nö, nur mit Schwert. Nee, das ist doch ein Axttyp. Wusste ich's doch. Aber der war zu überrascht von uns, wie ich jetzt gerade auch von ihm. Bewacht hat er Kügelchen. Und dann gibt es hier hinten auch noch ein Item hinter dem Reißzaun. Akkos Konfekt für mehr Schaden. Und wenn ihr glaubtet, das war jetzt schon anspruchsvoll hier mit diesen vier Gegnern, dann belehre ich euch jetzt gleich eines Besseren, denn hier wird es jetzt richtig knifflig. Wir nehmen mal unser Fernglas zur Hand, denn das werden wir jetzt brauchen, um die ganze Situation hier mal ein bisschen zu observieren und zu beobachten. Wir haben hier Hunde, die patrouillieren, zusammen mit Fackel-Alarmschlagtypen. Dann, das sieht man jetzt gerade nicht, ist ein Lagerfeuer hinter diesem Ast. Hinter dem, da seht ihr es jetzt ganz links, da steht einer, da sitzt einer und da sitzt auch noch ein weiterer. Die sind also zu dritt oder sogar zu viert. Die werden beobachtet von dem Typen hier auf dem Dach. Hinter ihm steht nochmal ein Fackelträger. Habt ihr mitgezählt? Außerdem kann ich euch verraten, hier hinten, hinter den Häusern, treiben sich auch noch Gegner rum. Hier müssen wir wirklich mit wahnsinnig viel Bedacht und mit Geduld vorgehen und mit einer richtigen Reihenfolge, damit wir nicht sofort die halbe Armee dieser Banditen am Hintern kleben haben. Lasst euch hier hinten runterfallen und bewegt euch ganz schnell zwischen diesen Häuserschluchten vorbei, weil gerade der Hund erspäht euch relativ schnell. Die Fackeltypen haben auch eine ganz gute Sicht. Deswegen bleibt hier immer in Deckung und in Sicherheit außerhalb des Blickfeldes hier in der Straße. Der Hund hat uns jetzt schon gehört. Deswegen ist auch der schlafende Typ aufgewacht. Gott sei Dank sind die Typen zwar, naja, etwas aufmerksam, generell allerdings nicht so wirklich gefährlich, wenn sie euch suchen. Da sind die Ashina-Soldaten etwas ja, gewissenhafter auf der Suche nach potenziellen Verdächtigen. Die vergessen schnell, dass hier irgendwas passiert ist und gehen wieder ihrer Arbeit nach. Also kein Problem, dass wir jetzt hier unfreiwilligerweise Alarm geschlagen haben. Da hinten haben wir noch einen Axttypen. Das ist eins der wenigen Gespräche, die man nicht aktiv durch Tastendruck belauschen muss, sondern die automatisch starten. Warum das so ist, erkläre ich gleich. Denn hier gibt es etwas Wichtiges, das man nicht verpassen sollte. Aber erst einmal drehen wir nochmal... Hast du mich jetzt schon wieder gesehen? Der Bogenschütze da hinten, das wäre eh der, den wir uns als nächstes schnappen sollten. Weil der sich nämlich so gut positioniert hat, dass er den kompletten Innenhof überblickt und uns von so ziemlich jeder Stelle erwischt. Also hüpft hier auf diesen Bambusstamm, Stapel. Und jetzt müsst ihr warten, bis er geschossen hat. Und dann ganz schnell zu ihm hoch. Denn er kann auch zwei Pfeile hintereinander feuern. Und die tun mordsmäßig weh. Seht ihr? Autsch. So, jetzt schnappen wir uns hier alle unten nacheinander. Fackelträger. Der Typ bleibt sitzen, was auch immer wir tun. Der ist so besoffen, dass wir uns ganz gut um seine Kollegen kümmern können. Schnappt euch erstmal die Schnellen, die mit Schwert, bevor ihr euch dem Axttypen widmet. Je nachdem, wer halt als erstes voranstürmt. Da kommt jetzt auch noch ein Hund. Den sollten wir uns als erstes schnappen. Am besten mit Ninja-Sternen. Ah, das ist der Axttyp. Uiuiui. Ihr seht schon. Also heute läuft's echt nicht flüssig hier.
Aber ihr seht schon, was passiert, wenn eben euch hier die ganze Banditenhorde am Hintern klebt. Dass es schnell unübersichtlich wird, schnell chaotisch und man dann auch schnell einfach mal sehr viele Leben verliert. So sollte es im Idealfall nicht laufen. So. Zwei Schläge. Block hoch oder parieren. Damit könnt ihr ganz gut Haltung bei ihnen aufbauen und ihnen den Rest geben. Und jetzt gibt es noch einen Burschen. Wenigstens den können wir Shinobi-mäßig leise von hinten erwischen. So. In diesen zwei Häusern hier gibt es Geisterembleme, die man durchaus auch beim Vorbeilaufen hier durchs Fenster automatisch einsammelt. Und dann haben wir jetzt noch diesen Typen hier. Es tut mir fast leid, ihn umzuhauen, weil er ist eigentlich nur besoffen und wollte hier am Lagerfeuer sitzen. Aber naja. Jede Menge Items. Mibu-Ballon des Reichtums, um Geld zu farmen. Kügelchen für Vitalität. Löschpuder. War da hinten nicht noch eins? Genau. Handvoll Asche. Und jetzt das, wovon die hier gesprochen haben, was hier im Lagerfeuer liegt. Der Flammenlauf. Ein Eisenlauf, der Feuer spuckt, kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul genutzt werden. Es ist schwierig, die Wut der roten Augen mit der Kraft von Menschen zu kontrollieren. Feuer ist jedoch überaus wirksam gegen sie. Sie sollen Feuer mehr als alles andere fürchten. Wir bekommen einen Flammenwerfer für unser Shinobi-Prothesenmodul. Ist doch cool. Dafür müssen wir allerdings zum Bildhauer natürlich. So, wir kommen jetzt hier zurück auf die Hauptstraße, finden aber zuerst hier diesen Ashina-Samurai. Unonte, Kirotomo. Oi. Onashi, tashika, Shinobi yo na. Deareba, Odo no, Shinobi yo no, Yatsura o, Zunagi o. Eine Axt? Oh ja, die wollen wir haben. Unbedingt. Schön warten. Schön leise sein. Überraschung. Ja, danke. Was ist heute los? Heute ist echt ein merkwürdiger Sekiro-Tag. Unglaublich. Also, wir sind hier zurück auf der Hauptstraße. Nach da oben gehen wir jetzt noch nicht. Wir drehen erstmal um, denn hier gibt es noch ein paar Sachen einzusammeln. Und vor allen Dingen ganz wichtig, das solltet ihr als allererstes tun. Da unten, nicht dieses Item einsammeln, das natürlich auch. Gokans Konfekt. Das ist bisher noch relativ selten gewesen. Aber hier sammeln wir es jetzt mal ein. Konfekt der Shinobi-Jäger des Miesentempels von Gokan gesegnet. Reduziert für kurze Zeit den Schaden der Haltung. Man muss darauf beißen und die Gokan-Haltung einnehmen, um seinen unmenschlichen Segen zu erhalten. Miesen-Mönche sind mit Techniken zum Töten von Shinobi vertraut. Einem Unterfangen, das einem Körper mit einem unerschütterlichen Kern erfordert. Damit könnt ihr länger blocken und eure Haltung baut sich langsamer auf. Das ist also für Spieler, die sich gerne eintörteln, also hinter ihrem Block verstecken, eine ganz gute Taktik. So, deswegen sollten wir hier hin, nämlich die Tür, vor der wir vorhin standen, die können wir von dieser Seite aus öffnen und damit eine wichtige Abkürzung freischalten. Falls ihr sterben solltet, müsst ihr einfach nur hier die Hauptstraße hochlaufen und müsst nicht durch diese beiden schwer bewachten Bereiche durch. So, zuallererst gehen wir mal links hier in den, ich nenne ihn Hühnerstall. Warum? Denn hier gibt es ganz viele von diesen schwarzen Gockeln, die wir schon kennengelernt haben im Ashina-Umlaut. Diese mannshohen schwarzen Viecher, die echt lustig aussehen, aber sehr gefährlich sind. Vor allem von vorne. Also bitte immer fliegen lassen, sie umkreisen und von der Seite und von hinten attackieren. Weil von vorne, ihr Schnabel ist ganz schön spitz und er tut ganz schön weh. Sie bewachen ein Ungos-Konfekt für mehr Verteidigung und dann gibt es hier oben noch etwas versteckt auf diesem Dach, das ein bisschen schwer durch Sprünge zu erreichen ist. So ist hier ein Krähennest oder
wahrscheinlich eher ein Elster-Nest, weil jedes Mal, wenn man irgendwo ein Nest auf einem Sekiro-Dach sieht, dann liegt in der Regel ein Geldbeutel drin. Also es gibt hier scheinbar ganz diebische Vögel. Hier haben wir nochmal zwei von diesen Gockeln. Die können wir tatsächlich von hinten angehen, weil sie uns noch nicht gesehen haben. Und bewacht haben sie Kügelchen. Von denen haben wir jetzt mittlerweile echt eine Menge gesammelt. Außerdem haben wir es hier mit weiteren Banditen zu tun und die können wir auch belauschen. Also diese beiden Typen diskutieren gerade drüber, ob sie diesen Tempel hier niederbrennen sollen. Der andere ist jetzt nicht so der Meinung, weil Opfergaben und so weiter. Und der Ashina-Samurai hat gesagt, hey, geh zum Tempel, da gibt es eine Axt. Wir zählen eins und eins zusammen und haben die Hoffnung, da drin ist ein super Schatz. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, tatsächlich einen Sprungangriff zu landen. Und dann solltet ihr tatsächlich hier versuchen, diesen Axtträger zu erwischen, weil der definitiv das schwierigere Übel von den beiden ist. Und den lautlos auszuschalten, instant, ist natürlich perfekt. Da kann der Fackelträger dann noch so lange rumwedeln. Nützt ihm auch nichts mehr. Wir haben mal wieder ein Level-Up. 3 Fertigkeitenpunkte. Das wird demnächst interessant, mal wieder in unsere Fertigkeitenbäume reinzugucken. Aber erst einmal gehen wir hier rein. Sammeln einen leichten Geldbeutel ein. Und das war's dann auch schon. Und jetzt mal schauen, was sie hier klauen wollten. Die Shinobi-Axt des Affen. Eine schwere schwarze Eisenaxt, die von Shinobi verwendet wird, wird in der Shinobi-Prothese zum funktionsfähigen Prothesenmodul. Die gewaltige Axt schneidet wenig, sondern zerstört mit ihrem Gewicht. Sie war einst die Lieblingswaffe eines Shinobi, der als springender Affe des versunkenen Tals bekannt war. Er verlor sie zusammen mit seinem linken Arm. Von dem Shinobi werden wir noch hören. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt 2 Prothesenmodule eingesammelt. Haben hier die Tür zur Buddha-Statue geöffnet, haben 3 Level-Ups. Leute, wir sollten unbedingt mal rasten und in den maroden Tempel zurückreisen. Es gibt ein paar Dinge zu tun, bevor wir hier weiter im Hirata-Wesen voranschreiten. Also, erst einmal ab zurück zum maroden Tempel. Gleich das Prothesen-Doppelpack zum Bildhauer bringen und einbauen lassen. Omaesa. Die geladene Axt und das Flammenrohr. Wenn ihr dem Bildhauer 3 Prothesenmodule zum Einbauen gebracht habt, wir haben es ja jetzt gleich mit 4 zu tun gehabt, dann bekommt ihr von ihm den Prothesen-Esoterik-Text, also einen weiteren Fertigkeitenbaum für unsere Punkte, die wir verteilen wollen jetzt demnächst. Ein Buch voller Geheimnisse über Techniken für die Shinobi-Prothese zum Erlernen von Fähigkeiten des Prothesenstils. Aus der Feder eines Mannes, der den Pfad der Shinobi verlassen hat, seine akribischen Forschungen jedoch nicht aufgeben konnte. Er hatte nie vor, sie weiterzugeben. Tja, jetzt schon. これをお前さんの牙でどう噛み殺すか。それが書いてある。要は忍び騎士を使った戦いの術じゃな。わかった。全く義手の忍び技などもはや無用と思っておったが、わからんものよな。 Schauen wir uns mal diese beiden neuen Werkzeuge an, die beide ziemlich cool sind und vor allen Dingen auch ziemlich nützlich. Zuallererst das Flammenrohr. Das ist das, wonach es sich anhört. Ich muss es noch wechseln, so. Ein sehr kurzer, aber sehr intensiver Flammenstoß, mit dem ihr Gegner in Brand stecken könnt. Manche Gegner brauchen mehrere Flammenstöße in ihr Gesicht, bis sie überhaupt anfangen zu brennen, aber die meisten lassen sich schon mit einem Stoß verbrennen. Außerdem stand in der Beschreibung drin, insbesondere rotäugige Gegner lassen sich damit richtig schön in die Flucht schlagen. Den ersten rotäugigen Gegner hatten wir schon kennengelernt, nämlich den angeketteten Oger, der mit Feuer nicht so wirklich kann.
Dann haben wir, wir wechseln jetzt mal, die geladene Axt. Da hat es geheißen, die schneidet nicht wirklich gut, ziemlich stumpf das Ding, dafür megamäßig schwer. Und so schwer, dass auch der Wolf hier ein bisschen braucht, um sie zu zücken und zu benutzen. Aber wenn er dann mal zugeschlagen hat, dann tut's richtig weh. Und bei besonderen Gegnertypen ist das Ding das Maß aller Dinge. Wir haben zum Beispiel schon die Ratten kennengelernt, die Rattenattentäter, von denen manche ganz große Hüte tragen, mit denen sie sich quasi als, die sie als Schild verwenden und hinter denen sie sich verstecken. Da kann man so draufdreschen, wie man will, und die gehen einfach nicht kaputt. Mit dieser Axt werden diese Hüte zu Kleinholz verarbeitet. Coole Sache. Und die Axt werden wir jetzt auch gleich im Hirata-Anwesen brauchen. Reisen wir zurück und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. So, wieder zurück. Sind wir hier wieder auf der Hauptstraße und ich empfehle euch... das ist manchmal will der Wolf einfach nicht sich hinhängen. Ich empfehle euch nach wie vor, auch wenn jetzt die Abkürzung da oben frei ist, nicht euch durchzukämpfen, sondern ihr könnt hier tatsächlich ganz beruhigt an der Seite hier über diese Dächer laufen und vielleicht den euch noch schnappen. Ansonsten lasst die Typen einfach links liegen. Es sei denn, ihr wollt hier ein bisschen Erfahrungspunkte farmen, dann ist das ein ganz guter Ort dafür. Und nun geht's weiter die Straße rauf. In wieder zwei Innenhöfe, rechts und links. Aber zuallererst müssen wir diese beiden Banditen loswerden. Auch hier ist es wieder ein Fackelträger und ein Axtschwingtyp. Und auch die beiden können wir belauschen. Ja, wenn ihr so brüllt, dann macht da bestimmt keiner auf. So, wir schnappen uns den zuerst natürlich. Weil der andere ist ja ein Kindergeburtstag. Und bevor er Alarm schlägt, hauen wir ihn gleich kaputt. Ja, wir könnten jetzt auch klopfen, aber wir machen es intelligenter. Wir gehen einfach aufs Dach und dringen so ein. Und können auch hier wieder jemanden belauschen. どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍び狩りの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。ああ、無理です。この傷ではとても。 Oha, da ist jemand schwer verletzt. Er hat es mit einem Banditen zu tun bekommen, der Shinobi-Künste hat. Haben wir es etwa mit einem zu tun, der uns ebenbürtig ist, hier im Hirata-Anwesen? Das werden wir noch früh genug erfahren. Oje, oje, das waren auf jeden Fall keine guten Nachrichten. Hier können wir gleich mit einem weiteren NPC sprechen. So durch ein Fenster oder durch eine Tür durch, erinnert das ein kleines bisschen an Zentralianum in Bloodborne. Onoshi, Waka-sama no Shinobi janna. Oh. 肝心な時におらぬ飛んだ役立たずめ。いや、もしやお主賊を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ。そうに違いないわ。いねえ。裏切り者はいねえ。 Ja, er ist uns nicht so freundlich gesinnt, weil er glaubt, wir hätten die Banditen hierher geführt. Und vor allen Dingen, weil wir nichts gegen sie unternehmen. Tun wir doch gerade, also beschwer dich nicht. Ich mach sie gerade alle platt. Dann haben wir noch einen NPC. Dare desu ka? Zoku dewa nai. Anata wa Waka-sama no. Yokatta. Shinobi dono. Zoku domo no mokudeki wa Waka-sama desu. Ayatsura wa すでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです。忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。Wenigstens eine freundliche Dame hier. Sie gibt uns Gegenmittelpuder. お役立てを。承知。 Ist allerdings hier im Hirata-Anwesen weitgehend nutzlos. Zumindest eine ganze Weile lang noch nicht. Aber trotzdem, wir nehmen es gerne. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Sonst gibt es hier nichts mehr einzusammeln. Wir können diesen Innenhof verlassen und uns dem gegenüber widmen. Und hier treffen wir einen alten Bekannten.
Das ist Anayama, der etwas zwielichtige Händler, den wir im Ashina-Umland kennengelernt haben, in der Gegend vom angeketteten Oger. Und der uns gesagt hat, hey, was ist denn hier vor 3 Jahren in der Nacht da? Erinnerst du dich nicht dran? Jetzt können wir den Spieß umdrehen. Jo, Donna. Anta mo Kajiba-Dorobou desu kai? Danna wa mita toko Shinobi desu ka ne? Nani ka sagashimono demo? Ma nan ni seyo. Koko wa Ashi ga saki ni mitsuketa basho de sa. Yoso wa asatte kudasai. Ah, so ieba. Dokka no gake ue ni 30 no to ga mie yashita ze. An dake goripa na to da. Kitto naka ni wa otakara ga shimawareteru ni chigai ne. Ashi nara so omoi yasu ne. Ne, danna, yoso wa asatte kudasai yo. Dokka no gake ue ni 30 no to ga mie yashita ze. An dake kitto naka ni Ashi nara. Also vor seiner Zeit als aufstrebender Händler war Anayama wohl ein Dieb und Bandit, aber er hat uns einen kleinen Hinweis gegeben, hier soll es irgendwo eine dreistöckige Pagode geben, wo ein Schatz wartet. In dem Moment, also als ich Sekiro zum ersten Mal gespielt habe und ihn kennengelernt habe und er halt so ein bisschen, ja, tatsächlich ein bisschen zwielichtig und hinterhältig aussieht und spricht und auch noch sagt, hey, da ist ein Schatz, hat mich das Frappieren an Patches aus Dark Souls erinnert. Also hier vielleicht so eine klitzekleine Referenz. Wir schwingen uns hier aufs Dach in diesen Bambushain hinein und finden hier ein unfassbar gutes Consumable. Unsere zweite verhüllte Jizo-Statue, mit der ihr eine vergeudete Wiederauferstehung auffrischen könnt und somit quasi in einer Runde zweimal euch wiederbeleben könnt, statt nur einmal. Extrem seltener Fund. Im Verlauf des Spiels findet ihr gerade mal eine Handvoll von den Dingern. So, jetzt rennt hier hoch, die Treppe hoch und macht gleich diesen Fackeltypen kaputt. Denn jetzt lernen wir einen neuen Gegnertyp kennen. Diese Schildträger hier, die sich extrem hinter ihrem Schild verstecken. Und das macht auch quasi nichts. Ihr könnt da drauf dreschen, wie ihr wollt. Wenn ihr drauf schlagt, dann stechen sie sofort zurück und ihr werdet getroffen. Da kommt jetzt unsere neue Shinobi-Axt zugute. Wenn ihr sie aufladet mit etwas Abstand, ihr müsst immer die Zeit berechnen, die sie braucht, um zuzuschlagen. Und damit zerschlagt ihr den Schild und könnt sie so quasi entblößen und dann mühelos durch R1-Spams kaputt machen. Voilà. Wir heilen uns. Und haben es jetzt hier mit dem nächsten sehr schwierigen Bereich des Spiels zu tun. Hier wird jeder Einsteiger erstmal eine Weile lang sitzen und scheitern und wieder scheitern und fluchen und sein Gamepad in Richtung Fernseher werfen. Bitte hoffentlich nicht. Denn wir haben es hier wirklich mit einer richtigen Herausforderung zu tun. Wir schauen nochmal ganz kurz durch unser Fernrohr, um uns das genau anzuschauen. Das ist das Problem. Dieser Speertyp hier, das ist unser nächster Elite-Gegner. Der wird bewacht. Zum einen von diesen Bogenschützen. Zum anderen steht hier unter uns ein Fackeltyp, der Alarm schlägt. Und dann haben wir hier nochmal einen Fackeltypen und einen Axtträger. Glaubt nicht, dass ihr durchrennen könnt. Ihr müsst euch diesem Mönch hier stellen, denn so wie er auf euch aufmerksam geworden ist, baut sich hier eine Nebelwand auf und ihr steckt in einer Sackgasse. Wie machen wir das Ganze jetzt? Zum Ersten haben wir es Gott sei Dank hier mit hohem Gras und einer Blumenwiese zu tun. Oh ja, yeah, jetzt hat er uns schon gesehen. Nicht gut. Ist er gehört worden? Ja. Also, wenn ihr Aufmerksamkeit erregt habt, kein Problem. Springt einfach hier in den Fluss, schwimmt ein bisschen außer Reichweite, bis die Musik nachlässt. So, jetzt ist sie wieder leise geworden. Unsere Agro ist resettet. Dann können wir uns hier wieder hochschwingen. Weil das ist die einzige Möglichkeit. Ihr müsst hier in diesem Gebiet nach und nach erstmal alle Schergen platt machen, bevor ihr euch dem Mönch selbst stellen könnt. Und dafür ist, wie gesagt, dieses hohe Blumenmeer hier gar nicht so schlecht. Da können wir uns nämlich entlang schleichen. Markieren schon mal den Bogenschützen, damit wir sehen, wo er ist. Und jetzt müssen wir nur noch einen Moment abpassen, wo der Mönch etwas Abstand gewinnt, damit er nicht hört, wenn wir uns diesen Typen schnappen. Der steht nur wahnsinnig gerne an diesen Blumen, um daran zu riechen. Keine Ahnung. Das dauert jetzt vielleicht ein kleines bisschen, bis der sich umdreht und geht. Dann warten wir noch ein Stückchen.
Das dürfte reichen. Jetzt schnell wieder ins Gebüsch. Weil die da oben haben uns nämlich auch schon gesehen und sind gerade ein bisschen misstrauisch geworden. Aber die schnappen wir uns von der anderen Seite. Nehmen wir uns hier um den Turm rumschleichen. Nochmal kurz warten, bis das gelbe Warnsymbol deaktiviert ist. Weil hier auf offenem Felde jetzt ihn anzugreifen, ist keine gute Idee, weil uns da nämlich auch der Mönch sieht. Und hier müssen wir wirklich mit Köpfchen vorgehen. Also es ist keine Schande, sich hier zu verstecken. Manchmal ist tatsächlich Geduld das einzige Mittel, womit man Erfolge feiert in Sekiro. So. Jetzt hier auf der anderen Seite in den Wald, ins Blumenmeer. Dann hier hoch. Der steht jetzt da und guckt in das Gebüsch. Na gut, soll er tun. Dann schnappen wir uns jetzt den Typen, der Alarm schlägt. Jetzt hat uns der Miniboss gesehen. Das ist auch überhaupt kein Problem, denn die Gunst nutzen wir jetzt, um diesen Typen hier platt zu machen. Und dann nochmal dasselbe Spiel zu treiben, und zwar mit ihm, nämlich einfach zu verschwinden, zu warten, bis die Aufmerksamkeit erloschen ist. Ich schwimme jetzt einfach nur ein Stückchen weiter weg. So. Weil auch hier ist es eigentlich Pflicht, ihm erstmal durch einen Schleichangriff einen seiner zwei Lebensbalken wegzuhauen, damit es ein bisschen einfacher wird. Denn Speer-Mini-Bosse sind eine besondere Herausforderung, weil sie sehr häufig mit ihren Stoßangriffen einem das Leben schwer machen wollen. Gott sei Dank haben wir ja zuletzt den Mikiri-Konter kennengelernt, mit dem, wenn man ihn beherrscht, diese Typen zu einem regelrechten Kindergeburtstag mutieren. Wer hat mich denn da unten gesehen? Was ist denn das im Wasser? Also, wo bist du? Er patrouilliert wieder. Wir können jetzt hinten an ihn ran. Markieren. Und zack. Stoßangriffe kontern. Stoßangriffe können nicht geblockt, aber dafür pariert werden. Mit dem Ikiri-Konter, ich habe es schon verraten, kannst du auch Stoßangriffe kontern und bei erfolgreicher Durchführung der feindlichen Haltung mehr Schaden zufügen als mit gewöhnlichem Parieren. Also, man kann im Nahkampf nicht wirklich viel ausrichten. Man kann zwar manchmal ein bisschen drauf treten, aber sie haben eine enorme Wucht auf ihrem Speer. Wie ihr seht, er wirbelt sogar richtig Staub auf. Aber er macht sehr gerne seinen unblockbaren Angriff und da könnt ihr jedes Mal einen Mikiri-Konter landen. Jedes Mal. Machen wir mal. Nein, 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 du sollst... Ah, das war ein Schwung. Das war natürlich jetzt... Er hat auch einen Schwung, der sich nicht parieren lässt mit dem Mikiri-Konter. Da müsst ihr drüber springen. Sondern nur bei Stoßangriffen. Ich sage ja, heute ist ein wahnsinnig toller Tag. Und ich sollte nicht reden, sondern kontern. So funktioniert's. Und dann könnt ihr ein, zweimal draufschlagen, wieder Abstand gewinnen und dasselbe Spielchen nochmal treiben. Das war zu weit weg. Na komm, nochmal, komm. Und so könnt ihr ganz schnell seine Haltung aufbauen und ihm dann final den Rest geben. Wir bekommen von ihm eine Gebetsperle. Und das Nebeltor ist jetzt wieder gelüftet, aber da oben haben wir noch ein Item, das wir noch mitnehmen wollen. Kügelchen haben wir gerade nämlich verbraten und ein Mibo-Ballon des Eigentums. Sehr, sehr schön und Gott sei Dank, da wird jeder durchatmen. Eine Figur des Bildhauers, mit der wir hier rasten können. Alles, was wir vergeudet haben, wieder auffrischen können. Und dann geht's weiter. Allerdings machen wir das in der nächsten Episode. Die hier ist nämlich schon ziemlich lang geworden. Wir haben nämlich noch ein großes Stückchen vor uns hier im Hirata-Anwesen. Und hier ums Eck wartet auch gleich schon der nächste
heftige Elite-Gegner, wenn man ihn so nennen mag. Und wir haben jetzt schon ziemliche Struggles gehabt hier mit unserem heißgeliebten Speerträger. Ich lasse euch jetzt mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Sag Dankeschön fürs Zuschauen. Möchte euch auch nochmal dran erinnern, wenn ihr mal bei Twitch vorbeischauen wollt, da bin ich immer freitags ab 20 Uhr live. Falls ihr Fragen zu Sekiro habt und auch zu dieser Folge, bitte gerne in die Kommentare. Ich versuche sie so schnell wie möglich zu beantworten. Hau noch kurz diese beiden Banditen hier um. Ey, 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 nix da. Ich dachte, du wärst schon tot. Haben jetzt auch nochmal einen Fertigkeitenpunkt gesammelt. Das schauen wir uns dann gleich zu Beginn der nächsten Episode an, worin wir diese 4 Punkte investieren können. Da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten. Also, nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Einsteigerguide von Sekiro Shadows Die Twice. Bye, bye.